Fein, dann einen schönen guten Abend an euch alle, die hier und heute da sind, auch an alle, die über Instagram, YouTube, Spotify und so weiter mit dabei sind. Freut mich, dass wir es geschafft haben, hier zusammenzukommen. Das ist in Zeiten wie diesen ja gar nicht so selbstverständlich, was man am Video nicht sieht. Wir sitzen alle mit Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz, zugewiesenen Sitzplätzen, ohne Speisen und Getränke da. Aber das gehört halt dazu und das nehmen wir gerne in Kauf, um überhaupt miteinander diskutieren zu können. In Zeiten wie diesen, wo das wohl besonders wichtig ist, politische Bildung eben nicht in Quarantäne zu stecken, sondern weiterhin im Diskurs, im Gespräch zu bleiben. Insofern freut es mich, dass wir auch heute hier im Impact Hub sein dürfen, das erste Mal. Freut mich, dass einige von euch auch beim ersten Mal bei Poledo sind. Wir stehen ja für politische Bildung, miteinander reden, Debatte und aus der Blase ausbrechen. Und wir verstehen politische Bildung so, dass wir uns eben nicht hier vorne hinsetzen wollen, die Welt erklären, ihr hört zu und dann gehen wir alle heim, sondern wir wollen miteinander reden, wir wollen auch euch zu Wort kommen lassen. Euch gehört heute wieder das letzte Drittel mit euren Fragen, mit euren Diskussionsbeiträgen etc. Und wir wollen die Jugend, wir wollen der Jugend eine Stimme geben und sie nicht nur im Publikum sitzen haben, sondern sogar am Podium. Und da freue ich mich heute, eine junge Dame und einen jungen Herrn an meiner Seite oder bei uns hier begrüßen zu dürfen, mit mir gemeinsam moderieren werden. Die beiden sind 15 Jahre jung, Schülerinnen und Schüler am Elle-Lingens-Gymnasium im 21. Bezirk in der 6. AHS-Klasse und sehr politisch interessiert, wenn auch noch nicht wahlberechtigt, und bekommen hier heute bei Poledo eben die Chance, ihre Fragen zu stellen, mal miteinander zu diskutieren, und davon euren Antrittsapplaus ersuchen für Lea Hampel und Andi Rottensteiner. Fehlt nur mehr einer, den ich vorstellen darf, den brauche ich wahrscheinlich nicht allzu ausführlich vorstellen. Er ist Unternehmer, er ist Autor, Vortragender, Gärtner seines Lebens, wie er selber sagt, aber den meisten ist er wahrscheinlich bekannter als Politiker, als Mitgründer einer Partei, und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, nachdem es Ende März aus bekannten Gründen nicht geklappt hat beim ersten Anlauf. Schönen guten Abend, Dr. Matthias Strolz. Herr Strolz, starten wir rein. Ein stressiger Tag, nehme ich an, für Sie, ein außergewöhnlicher Tag. Heute ist der 27. Oktober, das ist nicht irgendein Tag. Heute, vor 8 Jahren, wurde NEOS gegründet. Alles Gute zum Geburtstag. Und dann springt aus der Geburtstagsorte der Michael Ludwig raus und sagt, Sie treten in Koalitionsverhandlungen. Jetzt aus meiner eigenen Gründungserfahrung, ich weiß, man sieht, wenn man was gründet, immer so als ein kleines Baby. Und jetzt ist dann heute so ein Tag, insofern starte ich mit einer hochinvestigativen Frage. Wie geht's Ihnen? Gut, ich finde das eine Geburtstagsfreude tatsächlich. Also ich bin selbst nicht involviert in diese Wiener Geschichten. Ich bin einfach als Mitglied und habe es untertags erfahren und freut mich. Ich glaube, es ist ein guter Schritt in die Reife. Mhm. Gehen wir einen Schritt zurück oder viele Schritte zurück. Vor 8 Jahren eben, Gründungstag von NEOS. Jetzt gab es in Österreich damals wie heute ca. 1100 politische Parteien. Da neigt man zur Frage, wofür braucht es noch eine? Ja, das ist eine legitime Frage. Die Anzahl der Parteien ist tatsächlich schräg, dass es so viele gibt. Ich glaube, das ist ja den meisten auch nicht bewusst. Ich finde nicht, dass viele davon in einer Tragfähigkeit sind, wenn man so will. Also es war schon 2011, 12 so, dass wir mehrere Jahre schon für uns als junge Menschen damals noch, also ich bin im Mittelalter, damals das Gefühl hatten, wir drucken das nicht mehr durch. Das ist also eine Art Stillstand, eine Art depressiver Schleier, der sich über Österreich gelegt hat. War ganz eine andere Stimmung als heute. Jede Zeit hat ihre eigenen Themen und Probleme, Herausforderungen. Aber ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass Österreich einen neuen politischen Player der Mitte braucht. Das war damals die Gründungsidee. Ansonsten geht sich kein politischer Pendelschlag aus. Wir hatten doch, muss man sehen, seit 1945 eigentlich keine klassische Demokratie gehabt in Österreich. Wir hatten ein Arrangement von zwei Parteien, die gesagt haben, wir teilen uns mit demokratischen Wahlen, okay, aber eigentlich als Machtkartell das Land auf, ÖVP, SPÖ. Und ich sage auch immer, wir haben diesen zwei Parteien auch ganz, ganz viel zu verdanken. Die haben das auch gut gemacht. Aber es war trotzdem ein Machtkartell. In keinem anderen Land des Westens war der Organisationsgrad so hoch. Die Durchdringung, also wenn der eine gesagt hat, ich mache einen Fußballverein, hat der andere gesagt, ich auch. Und wenn der eine gesagt hat, ich mache einen Rettungsverein, ich auch. Wenn der eine gesagt hat, ich mache einen Autofahrerclub, ich auch. Wenn der eine gesagt hat, ich mache einen Alpenverein, dann mache ich die Naturfreunde.
dass ihr seid Jahrgänge, die meisten von euch, soweit ihr das hinter den Masken vermuten kann, die das in dieser Tiefe gar nicht mehr so mitbekommen haben, weil das natürlich seit den 90er Jahren dann zunehmend offensichtlich wurde, dass dieses Machtkartell extrem viel erreicht hat für Österreich, sozialen Frieden, Wohlstand, wir sind in den Olymp aufgestiegen, der reichsten Nationen dieser Welt, der friedvollsten, und gleichzeitig, wie halt jedes Kartell, trägt es den Keim der Korruption in sich, nicht, weil man sich selbst genug ist und damit auch die Lebenssäfte nicht sauber zirkulieren, wie es halt in einer Demokratie der Fall ist. Politischer Pendelschlag, wenn einmal bis ein paar Jahre in Regierung, dann ein paar Jahre Opposition. Das hat es nicht gegeben, weil die Sozialpartnerschaft, der wir auch viel zu verdanken haben, die saß immer am Beifahrersessel, und wenn einmal für ein paar Jahre eine allein regiert hat, was ja vorkam, oder mal kurz mit der FPÖ in Koalition war, hat die Sozialpartnerschaft als Parallelregierung gesagt, alles im Griff. Ne? Also Sie sprechen jetzt in der Vergangenheit, ist ja. Es heute nicht mehr so? Da hat sich tatsächlich extrem viel geändert. Der Erste, der ja dieses Bollwerk versucht hat, sturmreif zu schießen, war der Jörg Haider, muss man ganz klar sehen, historisch. Diese Partei der Freiheitlichen, es gab eine Vorgängerorganisation, der Verband der Unabhängigen, es war eine Mischung aus nationalen und liberalen Kräften, auch einige natürlich mit beachtlicher und schwieriger Nazi-Vergangenheit. Die haben immer versucht, ein drittes Lager herauszubilden. Ich glaube tatsächlich, dass Österreich in einer Übergangsphase ist derzeit. Wir sind, auch Sebastian Kurz ist nach meinem Dafürhalten ein Übergangsphänomen von wirklich auch natürlich handwerklicher Grandiosität, keine Frage. Dennoch, wer es googeln will, zum 100-Jährigen der Republik, letztes Jahr einen Beitrag geschrieben in der Zeit, Zeitausgabe von Österreich, die Zeit, die Vierte Republik. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg in die Vierte Republik sind. Also Zweite Republik wäre das Machtmonopol, eine Erfolgsgeschichte, die nach hinten hin dann halt ein bisschen fußmarot wurde und nicht mehr so recht gut auf den Beinen war. Die Dritte Republik wäre so die Idee von Jörg Haider gewesen. Mit der Idee konnte ich mich nie ganz anfreunden, weil ich sie inhaltlich nicht geteilt habe und auch nicht für plausibel hielt, dass der Rechtspopulismus unsere Zukunft ist. Das glaube ich nicht. Ist eine legitime Partei, wird von vielen gewählt. Da bin ich immer Demokrat. Und dann war die Frage, was braucht es noch für eine Vierte Republik, wo der politische Pendelschlag stattfindet? Einen zusätzlichen Player, glaube ich. Ich glaube, dass Österreich in den Jahren, die da kommen, immer so irgendwie 4 bis 6 Parlamentsparteien haben wird. Eine wird immer gerade super marot beieinander sein, das ist im Moment die FPÖ. Das kann sich ändern, die FPÖ kann in 5, 6 Jahren wieder bei 25% sein, das halte ich leicht für möglich, in 10 Jahren. Also ich habe öfter Gespräche gehabt mit dem HC Strache auch, der immer stolz darauf war, zu betonen, dass er die FPÖ bei 5% übernommen hat, bei 6 und hochgepusht hat in Umfragen bis zu Nummer 1. Und dann kam halt natürlich das Geschäftsmodell Sebastian Kurz, der sagt, okay, wir sind die neue FPÖ de facto, also mehr als die neue ÖVP, ist ja die neue FPÖ. Das sage ich jetzt wertfrei, weil natürlich könnte man das positiv oder negativ sehen. Und ich könnte es von beiden Seiten argumentieren als irgendwie Dialektiker. Ja? Und ja, und dann werden auch Koalitionen kommen mit 3 Parteien oder sogar mehr. Es gibt Länder in Österreich, Skandinavien, die haben seit 40 Jahren Minderheitsregierungen. In Österreich findet man das böse. Es gibt Länder, die haben 4 Parteienregierungen und sind sehr stabil damit unterwegs. Wir halten das für absurd und irgendwie skurril. Aber so wie wir uns zum ersten Mal im Jahr 2019 an eine Übergangsregierung gewohnt haben und ein paar Jahre davor noch gesagt haben, ja, geht das überhaupt? Übergangsregierung, sieht das die Verfassung? Geht das überhaupt? Ja. Kann das funktionieren? Tut's weh? Nein, hat nicht wehgetan. Hat ein bisschen was gebracht an Stabilisierung in einer schwierigen Phase. Wir werden uns an neue Dinge gewöhnen, die bisher Österreich nicht gekannt hat. Ich möchte mal auf diesen Prozess der Parteigründung ansprechen. Viele junge, politisch interessierte Menschen hier, vielleicht will irgendjemand mal eine Partei gründen.
wird er oder sie da nicht feststellen, dass es ein demokratiepolitischer Jammer ist, eine Partei zu gründen? Man braucht erstens viel Geld, das war bei Neos auch immer ein Thema, ohne dem Geld wäre es einfach nicht gegangen, muss man auch sagen. Zweitens, man braucht mediale Präsenz. Ich erinnere jetzt an die Wien-Wahl. Wenn man das nicht besser gewusst hätte, hätte man beim ORF schon, Puls 4 schon und so weiter geglaubt, es gäbe nur diese 5, 6 Parteien, die da öffentlich wahrgenommen werden. Steuerprüfungen zum Beispiel beim Gründungsteam der Neos damals. Jetzt haben wir in einem Interview erzählt von einer Lehrerin, die hat 100 Euro gespendet und musste sofort zum Bürgermeister deshalb. Ja, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen anders sein, neuer Stil. Wir waren ja die Ersten, die das propagiert haben und dann kam Kern, hat das gesagt und dann Sebastian Kurz. Das allein schon ein Erfolg, ne? Weil ich kann mich erinnern, dass wir 2007 eine erste Versammlung hatten von 140 Menschen in Linz, 2 Tage, die haben sich das alles selber zahlt und wir haben einen ersten Open Space gemacht zum Thema neuer Stil in der Politik. Und damals war wilde Kritik, wir brauchen einen neuen Stil. Also Politik ist ja kein Beauty-Contest, da geht es um Inhalte. Aber ich habe gesagt, ja, schon um Inhalte, nur Österreich braucht, wenn man so will, eine neue Software gewissermaßen. Und das hat nicht nur mit Inhalten zu tun, sondern das ist eine Frage der Stilistik im Sinne von, was sind meine Werte, was ist meine Haltung, wie schaue ich auf Demokratie. Und das hat doch zunehmend Verständnis gefunden, dass da was erneuert werden muss. Eine Parteigründung ist schwierig, ist noch einmal schwieriger geworden durch die Änderung der Parteienfinanzierung im letzten Jahr, aber sie ist nicht unmöglich. Also als wir gegründet haben, haben auch alle gesagt, das ist unmachbar, was ihr vorhabt. Ich habe ja auch mit 20, und das wäre ein erster Tipp, falls du Parteigründerin werden willst, Kooperation, Kooperation, Kooperation. Ist kein Geheimtipp, also ich bin jetzt bei Story One, das ist gerade mein letztes Buch, auch Co-Founder und wir haben da zum Beispiel auch den Google-Chef Deutschland getroffen, der uns irgendwie auch freundschaftlich unterstützt und wir haben ihn gefragt, hey, was sind Erfolgsfaktoren von Google? Und dann sagt er, naja, Kooperation, Kooperation, Kooperation. Und das hat mich doch erstaunt, weil wir haben so das Gefühl, Google ist so die Riesenkrake, die sich selbst allein genug sein kann und wenn sich es nicht einmal Google erlauben konnte, sondern im Gegenteil, ist eine Haltungsfrage. Wir haben mit 20 anderen Parteien Gespräche geführt. Ich war beim Frank Stronach. Frank Stronach hat irgendwie, falls erinnert es, amerikanisch, also kanadisch-österreichischer Milliardär, der hat irgendwie Interviews begonnen zu geben 2011. Er will junge politische Projekte unterstützen. Damals war noch nicht klar, dass er sich meint damit, sondern ich habe sofort uns erkannt. Ne? Und wir sind da hingefahren, naiv und energiegeladen, wie wir waren, und haben gesagt, hey, wir zwei gehören zusammen, gell? Also du hast was, was wir nicht haben, wir was, was du nicht hast, zum Beispiel, wir haben ein Programm, ne? Das hat das ja später schreiben lassen, und du hast Geld, wir brauchen welches. Wir haben den ersten Mitarbeiter aus eigenen Spenden gesammelt bei uns, unter den ersten 250 Leute, und dann haben wir den Andi Lechner bei mir in der Firma versteckt, und da hat er halt die ganze Infrastruktur benutzen können und so haben wir halt angefangen, Struktur zu bauen. Und ich habe dann verhandelt mit der Männerpartei. Die hat gesagt, ja, wir sind die Hälfte der Bevölkerung, wir sind im Parlament, ihr nicht. Ne? Und ich gesagt, da müssen wir reden. Ne? Also wir wollen auch. EU-Austrittspartei, die hat gesagt, ja, 20% sind gegen den Scheiß, wir werden im Parlament sein. Die Piraten waren bei 9% im Sommer 2013. Wir waren bei 1% zu dieser Zeit. Die haben uns nicht einmal verfolgt genommen. Dann war ich mit dem Landesrat, mit dem früheren Landesrat von der Steiermark zu Gange, den wollte ich immer als Spitzen- oder als Co-Spitzenkandidat, ne, als eine Ministervariante für uns, den Herbert Perl. Der war damals bei der Magna Europe und der Stronach hat ihn auch immer umworben als Spitzenkandidat. Und er ist in beide Käfige nicht hineingegangen, nicht ins Goldene vom Stronach. Und bei uns hat er gesagt, schau Matthias, das ist ehrenwert, was ihr da macht. Ich habe davor bei einem Buch bei ihm mitgeschrieben, inhaltlich voll eurer Meinung, was ihr da für Konzepte habt, großartig. Nur es ist nicht möglich, ihr braucht Promis und ihr braucht mindestens 5 Millionen. Und dasselbe haben alle Journalisten gesagt, alle Universitätsprofessorinnen. Und ich habe immer gewusst, wir werden im Parlament sein. Die Grenze der Intervention ist der Intervenierende. Wenn du so eine große Klarheit manifestieren kannst, die andere ansteckt, dann ist Geld wichtig, aber nachrangig. Also ich halte es auch für möglich, dass zukünftig Parteien ins Parlament einziehen, neu, wahrscheinlich eher als sogenannte monothematische Single-Issue-Parteien. Das war ja die zusätzliche Überraschung bei Neos.
Wir waren nicht so wie die Grünen 83 Single Issue, monothematisch damals Umwelt. Die Grünen sind 83 gescheitert im ersten Anlauf. Und es war eine Riesenwelle, die über die Welt gegangen ist und ganz Österreich, Heimburg und so weiter. 86 haben sie konsolidiert, Listen zusammengelegt und sind eingezogen. In derselben Stärke ungefähr wie wir. Übrigens auch eine Frau lauter Männer damals, die Friede Meißner-Blau. Wir waren ja auch 7 Männer, 2 Frauen. Nur das sind Dinge, die am Anfang passieren, weil du die Listenmechanik nicht verstehst. Und wir haben einfach unglaubliche Leidenschaft gehabt und unglaubliche Professionalität. Das war der Unterschied zu den Piraten. Die Piraten waren dann in Deutschland in den ersten Parlamenten. Mit denen haben wir auch verhandelt. Da wäre durchaus einiges an Schnittfläche gewesen, inhaltlich. Und die Piraten haben uns aber irgendwie unter Verdacht gehabt, wir sind zu professionell und das ist böse. Also Neoliberalismus wird auch immer heute noch gehört. Ich kann an Neos nichts Neoliberales erkennen, wenn man das Wort Schimpfwort hernimmt, neoliberal. Wenn man neoliberal im Sinne der Wortschöpfung 50er Jahre, neoliberal hat geheißen, war ein Synonym für soziale Marktwirtschaft unter Ludwig Erhard in Deutschland. Also die Zähmung der Marktwirtschaft als soziale Marktwirtschaft, das war ursprünglich die Idee des Neoliberalismus. Mit dem kann ich mich gut abfinden. Und auch mit dem Markt sind wir gut befreundet, aber er muss natürlich sozial-ökologisch sein und braucht immer einen starken Staat als Gegenüber. Und die Piraten haben gesagt, ich habe darüber auch einen Buchbeitrag geschrieben, mit Thomas Hofer, Barbara Todt, wir sind idealistisch. Ich habe gesagt, wir sind auch idealistisch. Dann haben sie gesagt, und wir sind naiv. Das macht uns so sympathisch. Wollten sie, also war die Fußnote, haben sie natürlich nicht gesagt. Dann habe ich gesagt, ihr seid nicht ganz bei Sinnen. Also ich halte Idealismus für zwingend notwendig für eine Parteigründung. Alles andere ist Bullshit, braucht kein Mensch und keine Gesellschaft. Und dann, wenn ihr in den Ring steigt und um Macht euch bewerben wollt, müsst ihr professionell sein, weil an dem Tag, wo ruchbar wird, dass ihr auch nur eine kleine Scheibe von dem Kuchen abschneiden wollt, der da Macht heißt, werden die alle Folterwerkzeuge auspacken, die in einer Demokratie erlaubt sind. Und dann noch in den Keller gehen und jene Folterwerkzeuge auspacken, die nicht erlaubt sind. Und das haben wir alles, Steuerprüfungen, Bankkredite eingestellt, Erpressungen, Bedrohungen, das gab es tausendfach. Dann haben wir alles überlebt. Also ich will nicht jammern im Nachgang. Aber es ist kein Spaziergang, will ich damit sagen. Es ist, wenn ich es deutschen Freunden erzähle, sagen die ab und zu, das kann es nicht sein, oder? Wir sprechen jetzt da nicht vom Balkan. Sage ich, oh ja, würdest du unterschätzen. Ich bin Systemiker, ich habe gewusst, dass das kommen wird, weil ich habe Politik studiert, ich war Politikberater 10 Jahre, ich habe gewusst, wie das System funktioniert und war da nicht böse. Aber auch nicht auf alles gefasst, was kam. Sie haben schon den sehr ehrenwerten Herrn Strache erwähnt. Der hat ja tatsächlich viel gesagt. Einer sagt er immer, Sebastian Kurz hat das Programm der FPÖ abgeschrieben. Ich habe jetzt ein Zitat mitgebracht von Ihnen 2013, wo Sie gesagt haben, Eigenverantwortung, Freiheit, Nachhaltigkeit, Authentizität, Wertschätzung, das ist ein ganz neuer Stil von Politik. Wir wollen das Gemeinsame vor das Trennende stellen, wieder Lebendigkeit in die Politik bringen. Jetzt muss ich fragen, hat nicht der Herr Kurz vielleicht von Ihnen abgeschrieben? 3-4 Jahre später die neue Volkspartei, das klingt doch 1:1 genauso. Ja, klar. Also ich denke, dass Sebastian Kurz und die neue Volkspartei ohne Neos nicht in dieser Form denkbar wäre. Das ist völlig klar. Die haben natürlich sehr genau studiert, was wir da machen. Viele der Akteure kennen wir auch. Ich habe dann auch mit Sebastian Kurz und Irmgard Gries verhandelt, eine Plattform, eine Art neue Partei, so wie Macron, 2016 schätze ich, oder? Er hat es natürlich viel professioneller umgesetzt, viel kaltblütiger auch, viel machtorientierter, in einer anderen Logik. Aber ich glaube deswegen, der systemische Einfluss von Neos ist viel größer, als man heute sieht. Also ich glaube auch, dass Christian Kern wahrscheinlich in dieser Form nicht gekommen wäre, ohne den Druck von Neos. Man muss sehen, wir hatten einen wahnsinnigen Hype nach der Wahl 13. Ungefähr Jahreswechsel 13-14 gab es eine Umfrage, wo wir in Schwankungsbreite zur ÖVP waren. Und das war aber auch der Tag, wo die großen Kanonen begonnen haben auszupacken. Also
Agenturen auf uns angesetzt. Und wir haben dann einige grobe Schnitzer und Fehler gemacht, Cannabis, Wasser. Aber da wurden überall Agenturen dahinter gesetzt. Ne? Ich kann mich erinnern, als wir beschlossen haben, Cannabis-Freigabe, ich habe ja gegen den Christoph Wiederkehr damals verloren, der Christoph Wiederkehr ist aufgestanden, ich habe den gar nicht gekannt damals, ich habe gesagt, er muss sofortige Freigabe sein, ich habe gesagt, das muss in zwei Stufen geschehen, Entkriminalisierung und Freigabe, weil erstens ist Cannabis eine Droge trotzdem, ich habe Freunde, die sind in die Schizophrenie gegangen über Cannabis, ist nicht lustig, aber ist auch nicht lustig, dass irgendwie 15.000 verrecken an Alkohol, ne, pro Jahr. Also insofern muss man das immer auch differenziert sehen. Die haben dann auch kein Band draufgeschnallt, wo irgendwie rausgekommen ist, Neos wollen alle Drogen freigeben. Also ich bin ab und zu in abgelegene Teller gekommen, wo mir der Stammtisch fast gefressen hat, auf die Art, bist du der meine Kinder vergiften will. Und ich kenne Leute, die in Agenturen gearbeitet haben, die dafür gesorgt haben, dass es so ist. Die haben nämlich am Tag 2 nach unserer Abstimmung am Abend eine Sektrunde gemacht und haben gesagt, jetzt haben wir es im Arsch. Ja. Und das waren zum Beispiel so Bilder wie Doppelseite in der Kronenzeitung, wo ich mit einem Riesenjoint in der Wiese liege und so die Botschaft da irgendwie stolz wird jetzt deinen Kindern Heroin vorbeibringen. Aber so funktioniert Politik, oder? Naja, schon. Nur wenn du musst halt da Lehre machen, ne? Das on the job. Ne? Also wir waren schon clever und gescheit, aber wir waren nicht auf alles vorbereitet. Und da haben sie uns einen falschen Fuß erwischt. Wir haben den Ball zur Auflage gespielt und die haben es eingenetzt. Und das waren halt so Einbrüche, die waren gewaltig, oder die Wasserprivatisierung. Ne? Da gibt es heute noch Leute, die herumlaufen und sagen, ihr wollt die Wasser privatisieren. Gürtelpull. Ja, war ganz schwierige Diskussion, weil es gibt 1 Million Menschen in Österreich, die haben privates Wasser. Da haben wir gesagt, was heißt privates Wasser? Sollen wir privates Wasser abstellen? Da müssen wir 1 Million Menschen in Österreich hier privates Wasser abstellen. Wir haben nur darüber diskutiert, also, aber das führt viel zu weit, ob die Wassergebühren so hoch sind und so weiter. Grobe Schnitzer gemacht. Das hat in dem Fall die SPÖ eine Kampagne entfesselt. War sowas spannend. Die ÖVP hat gesagt, Generalsekretär, den Strolz kennen wir, den bringen wir um in 3 Tagen. Das haben sie dann auch versucht. Also umbringen ist in Österreich nicht wörtlich gemeint. Das ist der Unterschied dann zu manchen anderen Ländern. Halte ich für einen Vorteil. Aber natürlich war das Ziel, mich in eine Privatinsolvenz zu bringen. Also wir hatten 16 Mitarbeiter. Und das wäre auch fast gelungen. Das war spitz auf Knopf. Und dann hätte ich natürlich, wenn du eine Privatinsolvenz hast, hast du dann nichts mehr Zeit für Parteigründung, wenn du 3 Kinder hast und so weiter. Und das war lustig, weil die SPÖ hat immer lustig gefunden, dass da Neos gegründet wird, weil sie das Gefühl gehabt haben, wir zwicken die ÖVP. Die Grünen haben uns nie mögen, die haben uns immer für eine Verirrung der Geschichte gehalten, weil sie das Gefühl hatten, sie sind das Ende der politischen Schöpfung. Nach ihnen kann nichts mehr kommen, sie sind quasi die Vollendung. Und ein Tag nach der Wahl, obwohl ich schon über 1 Jahr aus der Geschäftsführung draußen war in der Firma und bis auf 25% alle Anteile abgegeben hatte, kam der Anruf aus der SPÖ in der Firma, ob ich noch beteiligt bin. Die haben natürlich an dem Abend, am Wahlabend haben sie erkannt, dass nicht nur der ÖVP ein Problem hat mit den Neos, sondern auch sie, weil sich potenziell andere Mehrheitskonstellationen ausgehen in Wien und deswegen haben die gesagt, jetzt müssen wir auch die schweren Geräte auspacken. Und die Kampagne Wasserprivatisierung war wesentlich von der SPÖ gefahren gegen uns, aber wir haben den Fehler selber gemacht. Also ich will nicht wehleidig sein, ich will nur sagen, wie es lustig, dass dann am 8. Jahrestag diese Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ starten. Tatsächlich gibt es andere Mehrheitsverhältnisse plötzlich. Ja. Neos hat vor allem auch ein großes Thema, nämlich Bildung. Und wir sagen, über Bildung sollen die sprechen, die sich damit auskennen, nämlich wirkliche Expertinnen und Experten. Und das sind vor allem Schülerinnen und Schüler. Insofern darf ich an euch übergeben. Dankeschön. Also, Bildung ist natürlich ein super großes Thema der Neos, wenn nicht das größte. Und die erste Frage, die wir uns hier ausgedacht hätten für Sie, ist, die Fächerverteilung in Österreich ist 80 Jahre alt. Es ist wirklich, wirklich alt und es wurde nicht viel geändert, sie ist ident. Aber die Welt verändert sich und hat sich schon viel verändert. Welche Fächer würden Sie neu einführen und welche braucht es einfach nicht mehr? Ja. Also zuerst ein realpolitischer Blick vorneweg, weil ich gerade vom Minister Fassmann komme, deswegen bin ich zu spät, weil wir unbedingt heute einen Termin gebraucht haben, weil wir gemeinsam ein Projekt anstarten in den nächsten Tagen.
das hat durchaus mit dieser Thematik zu tun, nämlich Fächerkanon unter anderem. Es kommt eine Lehrplanreform jetzt, was allerdings politisch entschieden ist, es wird der Fächerkanon nicht geöffnet. Das halte ich für schade, aber ist so, müsste ich einen Bildungsminister oder eine Ministerin beraten, als Berater und nicht als Visionär, ne, sondern als realpolitischer Berater, würde ich sagen, okay, du kannst den Fächerkanon nur öffnen, wenn die gesamte Regierungsspitze dahinter steht. Ansonsten ist das ein kleiner Bürgerkrieg, den du entfachst, den kannst du nicht gewinnen. Am Ende wird er nicht geöffnet sein und du nicht mehr Minister sein, also ist auch nichts davon. Also kleinere Brötchen backen, das wäre meine ganz nüchterne Analyse. Wenn es eine Regierung will, als ihr gemeinsames großes Projekt, kannst du es machen natürlich. Dann, wenn ich dann gefragt werde, was würde ich einführen? Natürlich würde ich 20th Century Skills nach vorne holen. Also die Frage, brauchen meine Töchter, braucht es ihr, ja, oder dann eure Kinder, was, weil so Lehrplanreformen sind ja immer für eine Generation, befürchte ich, ja. Was brauchen die für Skills, für Fähigkeiten? Wir wissen es gar nicht genau. Schreiben, Rechnen, Lesen sind gesetzt. Digitale Kompetenz kommt hinzu. Da hat Corona einiges gehebelt, finde ich gut. Das sind vier Grundkulturtechniken, die sind unverhandelbar. Ja, weil so irgendwie ab und zu habe ich so, war ich am Rande von Diskussionen mit meiner mittleren Tochter, ob man Schreiben eigentlich noch können muss. Ne? Das geht ja alles über Voice und so weiter. Ich sage, ja, Schreiben wird euch noch begleiten. Ja. Aber natürlich wird es anders sein. Wir werden in 10 Jahren extrem viel über Voice machen. Ganz viel wird über Voice-Eingabe sein. Wir wissen nicht genau, welche Kenntnisse es braucht, aber wir glauben, und das sagt ja die Wissenschaft auch, 21st Century Skills sind Kommunikation, kritisches Denken, ist Kreativität, ist Resilienz, Selbstführung, ist Financial Literacy und solche Dinge. Das heißt, ich würde in der Oberstufe sowieso den Fächerkanon zunehmend auflösen. Ich glaube, dass in der Oberstufe der starre Fächerkanon nicht adäquat ist. Ich würde viel mehr über Projekte orientiert arbeiten und in Fächersphären arbeiten, so wie es die Finnen ein Stück weit machen. Und ansonsten würde ich halt, ich würde Ethik und Religionen einführen. Das ist mit ein Grund, glaube ich, warum der Fächerkanon nicht verhandelt wird, weil sonst sofort in der Diskussion bist, ob man nicht dieses Fach einführen müsste. Jedes Fach, das du neu einführst, kostet dich 100 Millionen ungefähr mit 2 Stunden. Das größere Problem ist noch, die Stundenpläne sind schon so voll, dass du kein neues Fach mehr einführen kannst. Du musst sagen, welches schaffst du ab. Und dann gibt es ja so einen Allparteienbeschluss, dass man die tägliche Turnstunde einführen, die ist aber auch nicht abbildbar. Das ist also eine schwierige Frage. Lösbar ist sie nur, wenn wir viel interdisziplinärer denken, glaube ich. Also wenn wir heute eine Schule bauen würden, würde keiner auf die Idee kommen, zu sagen, und wir machen jetzt da 50-Minuten-Einheiten, wo wir die Menschen abfüllen wie mit Richter in von sich getrennten Fächern. Wir würden viel ganzheitlicher hineingehen. Und trotzdem hat der vertikale Fächerkanon einen Wert für sich und würde ihn nicht ganz abschaffen. Frage beantwortet? Schon. Ja, okay. Dann mehr Potenzialorientierung, weniger Schwächeorientierung ist ein großes Thema und lautet auch ein Motto der NEOS. Jede 13-Jährige kann seine Schwäche nennen, aber kaum Stärken. Ja. Wie kann man in diesem unflexiblen, starren Schulsystem, wie Österreich eines hat, Potenzial fördern? Also das ist ein großer Schmerz für mich tatsächlich. Ich sehe, dass es ganz viele Inseln des Neuen gibt, reformpädagogische Ansätze, die auch ins Regelschulwesen übergeführt werden. Wir haben alle 3 Kinder in der Volksschule, in der öffentlichen Integrationsklasse, Mehrstufenklasse. Das sind ganz viele tolle Ansätze. Und davon brauchen wir noch mehr. Ich glaube, dass das Regelschulsystem diesen Druck von der Seite braucht. Reformpädagogische Ansätze wie Montessori. Ich bin ein großer Montessori-Fan und ich sehe, dass Kinder zum Beispiel, die nach einem Montessori-Ansatz unterrichtet werden, stärker die Fähigkeit haben, ihre eigenen Talente klar zu benennen. Warum? Weil sie auch stärker ihr eigenes Lerntempo bestimmen dürfen, weil ihnen mehr Verantwortung und mehr Freiheit gegeben wird. Das wären solche Ansätze. Das ins Regelschulwesen hineinzubringen, ist relativ schwierig, weil das eben so starr abläuft. Ja, und du kannst nur Schritt für Schritt
hier die Hürden überwinden. Ich glaube nicht mehr, dass die große Bildungsreform von oben von der Politik verordnet wird. Ich glaube, dass die Bildungswende von der Seite und von unten wachsen muss. Also was ich zum Beispiel machen würde, was schlagartig helfen würde, wäre, ich würde alle Privatschulen, ich würde ihnen verbieten, Geld zu verlangen und würde ihnen dafür eine öffentliche Finanzierung geben, würde ihnen einen klaren Qualitätsrahmen geben seitens der öffentlichen Hand. Und würde sagen, und ihr müsst sozial durchmischen. Ich würde auch alle AHS auf soziale Durchmischung verpflichten. Und dann gibt es viele Initiativen von Schule im Aufbruch, Teach for Austria und so weiter. All die Initiativen würde ich massiv befördern, weil die einen kleinen Schritt oder einen großen sind jeweils zu mehr Potenzialorientierung. Es gibt ganz viele beherzte Pädagoginnen und Pädagogen, es gibt 120.000 Lehrer, Lehrerinnen. Ich würde sagen, so gut wie alle oder die meisten sind mit ganz viel Idealismus hineingestartet. Und die Aufgabe der Politik muss sein, dieses Feuer, das da am Anfang gestanden ist, möglichst lange brennen zu sehen. Und dann würde ich Lehrer viel mehr durch... der Lehrerberuf soll in 20 Jahren oder schon in 10 Jahren kein Beruf mehr sein, den du ein Leben lang hast. Ich glaube, dass es wichtig ist, diesen Wechsel hinaus und hinein, damit dieses Feuer auch brennen kann. Wenn ich heute 29 bin und bereits 4 Jahre Lehrer und sage, und jetzt bin ich jetzt noch 35 Jahre, das erdrückt auch manche in ihrer Kreativität. Ne? Das verstehe ich. Also kannst du von vielen Seiten ansetzen. Ja. Und das ist eine Haltungsfrage. Kein Kind beschämen. Finnland zum Beispiel, ein Grundsatz. Weil Sie gerade auch den Lehrerberuf als so einen Beruf angesprochen haben, man sagt ja immer wieder, jetzt nicht unbedingt Lehrer, aber Pädagoginnen, Kindergärtnerinnen, ich sage jetzt bewusst auch nur Kindergärtnerinnen, weil das eben noch ein frauendominierter Beruf ist, findet eine Stigmatisierung von diesen Berufen statt? Das kann man auch sagen, findet statt, ist jetzt nicht nur eine Frage. Wie kann man das verhindern? Und wenn man auch sieht, diese Frauen in diesen Berufen verdienen weniger. Wie kann man das verhindern? Wie kann das endlich gestoppt werden, dass Frauen da, dass das eben nur Frauen machen? Wie können die mehr verdienen und wie kann es vor allem attraktiver gemacht werden, auch für Männer? Also indem wir es ja öffentlich feiern. Also während Corona gab es ja mal einen Ansatz, dass wir Lehrer auch ein bisschen mehr wertschätzend angeschaut haben, Lehrerinnen, Pädagoginnen insgesamt, weil wir gesehen haben, was das für Hacken ist, so Homeoffice und Homeschooling. Ist aber auch schon wieder vorbei. Wir feiern ja auch die Bilderverkäufer nicht mehr. Das war eine kurze Welle. Ich glaube, es braucht eine andere Haltung der Profession selbst. Ich sage immer, ihr müsst einen aufrechteren Gang an den Tag legen als Profession, als Berufsgruppe. Ja, also wenn du einen Lehrer bei einer Grillfeier fragst oder bei Hochzeit, was bist denn du vom Beruf? Nicht? Und er ist Lehrer, über die Hälfte, befürchte ich, entschuldigt sich für den Beruf, bevor sie sagen, was sie sind. Das ist natürlich katastrophal. Das ist quasi ein gebückter professioneller Gang. Ein aufrechter Gang ist, ich bin Lehrer. Ich arbeite mit dem wichtigsten Rohstoff, den wir haben als Gesellschaft, nämlich unsere Kinder. Ja, Rohstoff ist eh schon böse, also ein neoliberales Vokabel da fast. Ja, aber das Größte, weißt du, ich arbeite mit dem Größten, was wir haben als Gesellschaft und das mehrere Stunden täglich. Ne? Rate mal, was ich bin. Ich würde ein Ratespiel draus machen. So irgendwie. Das ist natürlich blöd, ne? Man kann es nach einem zweiten Bier vielleicht bei der Gartenparty machen. Ja, weil ein Buch geschrieben, die mündige Schule, das habe ich gewidmet, den Lehrerinnen und Lehrern, dem wichtigsten Beruf der Republik. Und wenn ich das Buch dann hergeschenkt habe, haben sie mir angeschaut als Lehrer und haben gesagt, willst du uns verarschen? Da habe ich gesagt, nein, das ist also nicht ein Juxdruck, sondern das ist 10.000 Mal aufgelegt und das ist euch gewidmet. Ich halte euch für die wichtigste Gruppe, weil das Wichtigste, was wir haben, geben wir euch in die Hand. Zum Friseur gehen wir einmal im Monat, zu euch jeden Tag, mehrere Stunden. Frühkindpädagogik, Elementarpädagogik, ja, natürlich, besser bezahlen ist der beste Hebel, dann kommen auch die Männer. Auch hier eine andere Haltung. Es gibt viel zu viele, die in Österreich die Haltung haben, gar für kleine Kinder muss nichts können. Ein bisschen eine liebende Hand. Das ist unendlich dumpf, vor allem von jenen, die selber Kinder haben, die müssen es wissen, dass zwischen 2 und 4 und 5 und 1 und 3 und 4 und 5 da ist so viel los in diesem Kind, in diesem jungen Mensch. Das sind ja ganze Bibliotheken sind von wissenschaftlichen Erkenntnissen gefüllt. Das ist ja immer nur weil quasi beim
14-Jährigen der Pickel größer ist. Glaub mal, es ist mehr unterwegs. Aber da macht es jeden Tag Rüpf in einem Dreijährigen. Motorisch, psychologisch, Sprachentwicklung. Und zu sagen, da muss nichts können, das ist sowas von ignorant. Dass ich sage, wo warst denn du, als deine Kinder dieses Alter hatten? Das ist für mich immer wieder beklemmend. Es scheitert an der Finanzierungs- und Zuständigkeitsfrage. Ein Workaround wäre eben darf mehr ich, akademische Bildung, ich, weil dann kommt auch ein höheres Gehalt. Darf ich auch kurz einhaken, weil Sie haben gesagt, wenn man den Männern, also wenn es mehr Geld gibt, lockt man die Männer auch mehr an. Aber ist denn das eine Grundvoraussetzung, damit das mehr Männer machen, wenn man sagt, ja, es gibt mehr Geld dafür? Machen es die Männer nur für mehr Geld? Naja, unter Anführungszeichen. Ja, ist eine beschissene Erkenntnis, aber so ist es halt. Also ich kann es nicht ändern. Ich bin da einfach über die Jahre auch pragmatisch geworden. Also ich habe mir erlaubt, nicht zynisch zu werden, hoffentlich, ein bisschen bin ich es geworden, aber meinen Idealismus mir zu bewahren und gleichzeitig Pragmatismus mir anzueignen, damit nicht ich in Naivität versterbe. Ja? Pragmatismus heißt tun, was hilft und gut ist, ja, für mich. Und ja, ist mir egal, warum die Männer kommen, solange sie gut qualifiziert und auch entschlossen in der richtigen Haltung kommen und dafür bessere Bezahlung notwendig ist, soll so sein. Ja. Natürlich ist es elend, dass es so ist und die Männer erst dann kommen, aber solange das Sozialprestige und die Bezahlung unterm Hund ist, werden sie nicht kommen. Punkt. Ist es fair für die Frauen? Nein, ist es nicht. Ist es eine Lösung für die Frauen? Auch. Es ist eine Lösung für Frauen und Männer. Ja? Aber wir müssen auch, so Flüchtlingspädagogik ist ein Beruf für Weicheier. So ist es auch irgendwie. Ne? Also, nein. Das ist ein Beruf für Gärtner des Lebens. Ja? Die Leute, die Potenzialentfaltung lieben und sie begleiten wollen, die sollen anrücken. Und dafür haben sie mehr Bezahlung und Sozialprestige verdient. Ja. Wenn man diese, also wenn man, ja, eh alles gesagt, Punkt. Ja. Also wir haben jetzt von den Idealfällen, wie es sein sollte, gesprochen, aber jetzt sollten wir vielleicht auch mal ansprechen, wie es eigentlich auch nicht ist, was auch die Probleme in Sachen Vererblichkeit von Bildung ist, was auch immer wieder ein Thema war. Sie haben es vorhin angesprochen, die Grundvoraussetzung, die jeder Schüler, jede Schülerin haben muss, sind Rechnen, Schreiben, Lesen und digitale Bildung. Und Sie schreiben, es sollte, also in Ihrem Buch schreiben Sie auch, es sollte ein Fach Lebensführung geben. Denke ich mir, ist sehr schön, aber wenn wir jetzt von der Vererblichkeit von Bildung, wo dann Schüler diskriminiert werden, zum Teil für ihre Mehrsprachlichkeit zum Teil oder einfach weil sie anders ausschauen von ihrer Herkunft her, dann denke ich mir, sollte man vielleicht sich doch auf die ersten Dinge beschränken und nicht sagen Lebensführung. Weil wenn die Kinder keine Chance bekommen, mit ihren Mitschülern das Soziale überhaupt einmal sich zu integrieren, dann ziehen sie sich zurück und dann wird sozusagen bereits von der Schullaufbahn bedeutet das für sie, dass sie nie eine Chance haben werden in ihrer späteren Zeit. Oft heißt das, es gibt zum Beispiel das Generation Haram von Melissa Erkut, das ist ein super Beispiel. Sie hat ja auch einen migrantischen Hintergrund, aber viele schaffen es nicht. Und ich habe jetzt eine Frage dazu, wann gibt es Chancengleichheit für diese Kinder, für alle Kinder in Österreich, auch die mit Migrationshintergrund, und ist Mehrsprachlichkeit eigentlich ein Nachteil in Österreich? Also Chancengleichheit wird es nie geben. Solange wir auf diesem Planeten leben, als menschliche Rasse. Deswegen habe ich den Begriff auch ausgetauscht gegen Chancenfairness, weil das eine pragmatische Annäherung ist. Ich hoffe, es gibt bald schon mehr Chancenfairness. Ich glaube, dass wir zumindest in diesen Jahren in eine Sensibilisierung gekommen sind. Wir reden über die Dinge. Früher haben wir nicht einmal darüber geredet. Wir haben über Jahrzehnte Ausländerkinder. So werden sie am Stammtisch genannt, oder? Darf man klar Deutsch reden? Ausländerkinder in Sonderschulen gesammelt. Und es ist niemand aufgefallen. Es wurde im Parlament auch nicht einmal diskutiert. Wir waren die Ersten, die das im Parlament thematisiert haben. Und die Grünen auch. Muss man den Grünen zugute halten. Fällt uns nichts auf dabei. Dass, also glauben wir, dass Türkenkinder minder bemittelt sind von Natur aus oder von Gottes Talenteverstreuung, ist das die Generalhypothese der österreichischen Bildungspolitik? Offensichtlich muss es sein, weil sonst würden wir nicht tun, was wir tun, dass wir eben Kinder mit türkischem Hintergrund
drei-, vierfach überrepräsentiert in Sonderschulen haben und dafür drei-, vierfach unterrepräsentiert in maturaführenden Schulen. Während die Ersten, die das thematisiert haben, heißt das, dass alle sehr aufgeschlossen sind. Wir haben auch gesagt, Mehrsprachigkeit ist vor allem eines ein großer Schatz. Ich würde vieles geben, um eine dritte Sprache flüssig zu haben, neben Deutsch und Englisch. Ja, leider haben die paar Jahre Französisch nicht gereicht, dass ich ganz flüssig geworden bin. Ne? Latein auch nicht. Ich bin nicht einmal sehr wählerisch. Das darf Türkisch sein oder Serbokroatisch oder darf Russisch sein oder Chinesisch. I would take anything. Warum? Weil jede Sprache ein Universum ist. Und dieses Universum wird mit Füßen getreten. Wir haben das im Parlament mehrfach mit Anträgen eingebracht. Immer wieder im Unterrichtsausschuss wurde immer abgeschmettert von der Mehrheit der Abgeordneten. Dass man also das als positiv begreifen soll und als förderungswürdig. Natürlich ist es wichtig, also wir haben das Problem der doppelten also, sagen wir mal so, wir haben zu viele Jugendliche, die beide Sprachen nicht ordentlich beherrschen. Wir müssen nur U-Bahn fahren oder Straßenbahn fahren. Das ist ein eigener Slang. Das ist halt so, hätte ich Deutsch nicht gelernt in der Schule, dann würde ich Deutsch anders sprechen. Nämlich so, wie ich es halt am Mittagstisch und im Fernsehen, im Trash-Fernsehen gehört habe. Ich befürchte, so sprechen viele zum Beispiel Türkisch. Das ist ja nicht die türkische Hochsprache mit Grammatik und so weiter, sondern das, was sie im Fernsehen und daheim gehört haben. Das ist aber nicht vergleichbar. Also hättest du nur diese zwei Quellen, würde dein Deutsch auch anders ausschauen. Ich glaube, dass deine Muttersprache die Absprungbasis ist für die gelingende Zweitsprache. Deswegen müssen wir beides parallel fördern. Ich bin aber auch ein vehementer Fan von Deutsch als gemeinsame Unterrichtssprache. Und dass wir nicht besprechen konnte, dass man dann bis vor 5 Jahren noch gesagt hat, Unterherrinnen haben wir jetzt 20 verschiedene Sprachen und das ist ja irgendwie ein Multikulti-Schatz. Das ist grober Bullshit. Weil wenn 20 verschiedene Sprachen in einer Klasse sind, dann funktioniert halt der gemeinsame Unterricht auch nicht mehr. Und die sagen, das ist super, das ist eine Bereicherung, das sind die Ersten, die ihre Kinder packen und mit ihren Kindern in andere Schulen flüchten und Privatschulen. Da waren wir unglaublich verlogen. Es war bis in die Nullerjahre, bis in die Einserjahre sogar nicht besprechbar, welche Probleme wir in Schulen haben. Da gab es die SP und die Grünen, die gesagt haben, alles Paletti. Die haben auch schon eine differenziertere Sprache gefunden. Das ist hoffentlich mit auch ein Verdienst von uns, aber nicht nur von uns. Es sind einfach zu viele Dinge geschehen und die Probleme wurden so offensichtlich. Dann gab es die ÖVP, die hat das alles nicht interessiert. Die hat einfach nicht hingeschaut. Dann gab es als einzige die FPÖ, die hat hingeschaut und das Problem benannt. In einer Sprache, die allerdings dazu geeignet war, das Problem zu vergrößern, weil das ihr Geschäftsmodell ist, dieses Problem groß zu halten und nicht die Lösungen groß zu machen. So, und jetzt sind wir in einer Übergangsphase. Und deswegen die Frage war, wann wird es besser? Ich glaube, es wird besser, weil wir jetzt beginnen, eine Sprache dafür zu entwickeln. Deswegen war ich ja so ein Fan von Sebastian Kurz als Staatssekretär, Integrationsstaatssekretär. Es war der Erste, der eine Sprache gefunden hat, kann man es darüber streiten, Integration durch Leistung war da ein bisschen zu leistungszwänglerisch und so weiter. Aber der Erste, der eine Sprache gefunden hat für dieses Thema. Ich bin mit seiner Sprache, mit seiner heutigen in diesem Thema nicht mehr einverstanden, weil sie nicht mehr lösungsorientiert ist. Ja. Aber ich möchte die Zuversicht nähern, dass es ist was in Bewegung. Werdet ihr noch was davon haben? Nein. Oh ja, als Eltern möglicherweise oder als Patentante oder keine Ahnung. Für eure Generation geht es sich nicht mehr gut aus, dass es voll in die Lösungskraft kommt. Das Thema Bezahlung haben wir ja schon bei den Pädagoginnenberufen angeschnitten. Und zwar am 22.10.2020 war Equal Pay Day, also der Tag, an dem Männer schon so viel verdient haben, wofür Frauen noch bis Ende 2020 arbeiten müssen. Jetzt sitze ich hier als eine Frau und glauben Sie, dass ich als Journalistin noch immer weniger verdienen werde als mein männlicher Interviewpartner, der genau denselben Job ausübt? Und vor allem, wie lange braucht Österreich noch, um dieses Problem zu beheben? Ich befürchte, die Gefahr besteht und statistisch gesehen ist deine Generation ein Anwärter, dass ihr noch im Gender Pay Gap drin seid, weil diese Dinge sich zu langsam wandeln. Wir brauchen eine Haltungsänderung, viel mehr Entschlossenheit.
Und wenn es nicht anders geht, brauchen wir Zwangsmaßnahmen. Als wir eben NEOS eingezogen sind ins Parlament, waren wir 7 Männer, 2 Frauen und dann ist sogar eine nach Brüssel. Da waren wir kurz einmal 8 Männer und dann waren natürlich, die Zeitungen waren voll, Standard und so weiter. Es sind NEOS sexistisch und so weiter. Hat mich sehr gekränkt. Weil ich gesagt habe, ich sehe uns überhaupt nicht so. Aber wenn du zum ersten Mal so Listen erstellst, diese Mechanik der Wahlkreislisten, Landeslisten, Bundesliste, wie das ineinander greift, 2 Verwertungsverfahren beim Auszählen der Stimmen, das weißt du nicht am Anfang als Partei. Grünen ist es genauso ergangen. Ich habe dann gesagt, okay, das ist inakzeptabel. Das ist auch nicht das Bild, das ich von NEOS habe. Entweder wir haben innerhalb von 4 Jahren hier eine eklatante Veränderung, das heißt mindestens 40% von Frauen in den führenden Positionen. In der Parteibasis kann ich es nicht erzwingen, weil sonst müssten die Männer die Mitgliedschaft kündigen, aber ich kann werben dafür. Und wir haben dann Studien dazu gemacht, internationale. Wir haben internationale Programme teilgenommen. Wir haben in Österreich ein Promotorinnenprogramm angefangen. Wir haben das in unsere Führungsriegen hinein gehämmert, die Botschaft. Ja. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Also die Mehrzahl der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten waren dann weiblich in den Folgejahren. Ich habe an eine Frau übergeben. Wir haben unsere einzige EU-Abgeordnete ist eine Frau. Wir haben die Hälfte ungefähr der Landeschefs sind weiblich oder knapp die Hälfte. Das heißt, Veränderung ist möglich. Sie geht nur unter anderem um das Zwangsinstrument des Quote, befürchte ich. Und deswegen müsste die Regierung viel entschlossener Meilensteine setzen. Mit klaren Sanktionen, wenn die Meilensteine nicht erreicht werden, müssen Zwangsinstrumente greifen. Ich habe 3 Töchter. Ich hoffe, dass meine Töchter nicht so diskriminiert werden. Ich halte das für grob unwürdig. Und ich glaube, jede von euch muss an ihrem Ort und jeder von euch dafür kämpfen, dass es nicht so ist. Nur so werden wir es schaffen. Ja. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, immerhin, ja. Und zwar, im Wahlkampf 2019 haben Sie gesagt, die Menschen wählen mit Freude Lügner. Das sehen wir auch hier nochmal. Welche Charakterzüge muss ein heutiger Politiker mit sich bringen? Ein Optimist, Realist, ein guter Schauspieler, ein guter Lügner und vor allem ist eine Grundvoraussetzung für eine Politikerin, ohne Gewissensbisse lügen zu können? Nein, ist es nicht. Dagegen verwehre ich mich mit allem, was ich zur Verfügung habe. Gleichzeitig bin ich auch hier wieder Pragmatiker und Analytiker. Das ist ja okay. Es gibt im Moment in den Demokratien und auch in den Diktaturen kein effektiveres Geschäftsmodell als die Kombination von Identitätspolitik mit unglaublicher Professionalität gepaart mit hemmungsloser Lüge. Das ist das erfolgreichste Politikmodell. Deswegen ist dieses Modell amerikanischer Präsident, britischer Premier, philippinischer Präsident, brasilianischer Präsident und dann würden noch einige naheliegendere Länder einfallen, wo es charmantere Ausgaben gibt. Aber nein, es muss nicht so sein. Wir haben gerade gesehen, in Neuseeland, die Regierungschefin, die hier mit 50% plus durch die Wahlen geht, die einen ganz anderen Stil, nämlich wirklich einen neuen Stil verkörpert. Extrem offen, extrem authentisch, ehrlich, tough. Bin ein großer Fan von dieser Frau, die ist ein echter Leuchtturm und ist ein Gegenkonzept. Hast du eine Chance gegen die kaltblütige Lüge? Nein. Also jeder Mensch lügt. Ich habe auch schon gelogen. Oft befürchte ich, es gibt keinen Menschen, der nicht lügt. Den gibt es nicht. Und jener, der glaubt, ich habe noch nie gelogen, der soll einmal nachdenken, wie viele Briefe er schon mit sehr geehrter Herr begonnen hat. Ne? Und das war schon die erste Lüge. Scheiße. Ne? Also es gibt also Konventionslügen, wie geht's da? Ja? Und du sagst, gut, war schon wieder erwischt. Ne? Aber die Frage, ich hätte den Anspruch an Politiker, dass wenn, falls sie lügen, sie eine Art von inneren Marker passieren müssen, der sagt, du lügst gerade.
Und das ist nicht in Ordnung. Und dass er da einen inneren Diskurs kurz abführen muss im Sinne von, aber der Zweck heiligt die Mittel und das ist für das Gute, keine Ahnung. Ja. Das Problem ist, dass es in dieser Generation der Regression, in der wir gerade jetzt sind, anders ist. Die kommen nach Hause ohne schlechtes Gewissen. Die sagen nicht, boah, scheiße, heute habe ich gelogen. Die kommen nach Hause, treten vor den Spiegel und sagen, bist du deppert, heute war ich wieder fett professionell. Also sie verwechseln die Lüge mit dem höchsten Ausdruck von Professionalität. Das halte ich für widerwärtig, für elendig und für natürlich für eine Gesellschaft pures Gift. Ja. Deswegen hoffe ich, dass es nur ein Übergangsphänomen ist. Ich glaube, dass die westliche Demokratie tief in der Krise ist. Und ab und zu habe ich so ein Eck in mir, das hofft, dass der Trump noch einmal gewinnt, weil die Leitkultur ist tatsächlich immer noch die USA. In der westlichen Welt, zwar massiv im Verfall, aber sie haben unglaubliche kulturelle Stahlkraft, auch für uns Demokratien. In den USA ist es schon länger so, dass mehr als die Hälfte des Geldes, oder mehr als die Hälfte kann man nicht sagen, aber der größte Budgetposten mittlerweile für amerikanische Wahlkämpfe ist Intelligence kombiniert mit Negative und Dirty Campaigning. Das heißt Informationsgewinnung, um Dirty und Negative Campaigning zu machen. Das ist der größte Budgetposten. Wenn wir glauben, das macht nichts mit unserer Gesellschaft, dann haben wir uns getäuscht. Also wenn darauf hunderte Millionen verwendet werden, dann schaut das Land danach ein Stück weit polarisierter, versiefter, versauter aus. Das übernehmen wir zunehmend. Und ich kann es nur als Entwicklungskrankheit im besten aller Interpretationen erkennen. Also dass wir sagen, okay, jedes Kind, Kinderkrankheiten haben oft den Effekt, dass nach der Krankheit ein Kind einen Entwicklungssprung gemacht hat. Oder wenn ein Mensch in einem pubertären Schub ist, kann es sein, dass er, die Psychologie spricht von Regression, dass er kurz regrettiert, also ein bisschen kindischer wird, um dann Anlauf zu nehmen, um noch ein Stück erwachsener zu werden. Das wünsche ich unseren Demokratien. Ansonsten wird es sich nicht ausgehen, dass sie Bestand haben. Sonst wird einfach die Demokratie via Postdemokratie schleichend in eine Art von Autokratie sich verwachsen, so wie das halt in Russland oder in einer anderen Stufe in Ungarn unterwegs ist. Mit großen Problemen, weil wenn eine Demokratie wie Ungarn an einem Punkt ist, wo der Regierungschef weiß, entweder ich bleibe an der Macht oder ich werde wahrscheinlich mit Teilen meiner Familie ins Häfen gehen, dann ist es schwierig. Österreich ist nicht an dem Punkt zum Beispiel. Ungarn ist an dem Punkt, wo Orbán davon ausgehen muss, dass er jedenfalls im Gerichtssaal stehen wird und wahrscheinlich er und Teile von ihm. Deswegen sagt auch Trump im Spaß, er weiß nicht, ob er die Wahlen anerkennen wird. Er weiß auch nicht, falls die Kriminellen dort, die Demokraten gewinnen, vielleicht muss er das Land verlassen. Das sind natürlich laute Gedankenspiele bei ihm, weil er weiß, er wird vor Gericht stehen, falls er nicht das Land verlässt und Teile seiner Familie auch. Und das ist ein ganz schwieriger Punkt für eine Demokratie, weil an dem Punkt ist natürlich der Machthabende bereit, die Demokratie zu riskieren. Deswegen sagt Trump, er weiß nicht, ob er das Ergebnis akzeptieren wird. Und ich hoffe, wir kommen da nicht hin. Und die Lüge ist ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung. Und die ist so hemmungslos wie nie seit 1945. Im Krieg wird noch mehr gelogen. Aber seit damals wurde nie so hemmungslos gelogen an sämtlichen Ecken der Welt und manche Länder haben elegantere Ausgaben, andere plattere. Okay, ich bin ein Zitatenfreund, deshalb möchte ich noch ein weiteres Zitat von Ihnen bringen, nämlich oft sind es Krisen, die uns in Neuerfindung stürzen. Das ist, finde ich, ein sehr interessantes Zitat, auch aus Ihrem Buch, das wir da sehen. Ich möchte jetzt kurz zusammenfassen. Europa hat eigentlich eine Geschichte voller Kriege, Zerstörung und eben Krisen. Und wenn ich jetzt, ich stelle mir jetzt einen Geschichtelehrer vor, der in seinem Geschichteunterricht überhaupt nicht mehr nachkommt, von lauter Krisen zu unterrichten, überhaupt erst im letzten Jahrtausend und letztes Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Und meine Frage dazu ist jetzt eigentlich, wieso, und das merken wir auch jetzt vor allem in der Corona-Krise, wieso denkt eigentlich während einer Krise die politische Führung eines Staates nur an die nationalen Probleme, anstatt an den Zusammenhalt zu anderen Staaten zu suchen. Also Sie auch EU-Zusammenhalt, der eigentlich wenig bis gar nicht funktioniert hat. Und da eigentlich auch die Frage, ob wir als Bürgerinnen und Bürger überhaupt was aus der Krise lernen können. Ja. Also ich auch hier wieder, der beste aller Fälle ist jener, dass wir in 15 Jahren, 20 Jahren dankbar auf die Corona-Krise und ihre Folgekrisen schauen. Also wir werden viele Folgedetonationen haben, die
beachtlich sind und uns auch in 5, 6 Jahren noch beschäftigen, so wie auch 2008, die ja viele Folgekrisen hatte. Wir haben erst 2014 zum Beispiel Griechenland verhandelt, als Riesenkrise im Parlament. War eine Folgekrise von 2008, war aber 2010 noch nicht absehbar. Das heißt, in einem Analogschluss können wir davon ausgehen, dass wir 2025 in Folgedetonationen von Covid-19 stehen werden. Wir wissen nur noch nicht wo, in welchem Feld. Es können Währungskrisen sein, Demokratiekrisen, Wirtschaftskrisen, bürgerrechtliche Krisen, whatsoever. Wir haben gar nicht so viel Fantasie, wie Möglichkeiten an Krisen vorstellbar sind. Ja. Und dann wird es trotzdem nochmal eine andere sein, die uns besagt 2024. Aber es wird krisenhaft bleiben. Ich halte die Krise für ein Normal des menschlichen Lebens. Krise ist, das haben wir nur verlernt. Krise ist ein Produktivfaktor, wenn wir sie halten können. Wenn wir sie nicht halten können, stellt sich vor, Krise wie ein Spannungsbogen, den du in Händen hältst, dann ist es eigentlich wie ein Trampolin für Innovation. Also die Irritation ist die Mutter der Innovation. Ohne Spannung ist noch nie was Neues auf die Welt gekommen. Nicht du, nicht du, nicht du. Da war immens viel Spannung dabei, als ihr auf die Welt kamt. Ja. Für dich, durch den Geburtskanal, durch diese Enge, oder falls die ausgeschnitten haben, war es auch nicht unspannend. Und für die Mutter allenfalls und für die Väter, die irgendwie leicht planlos und gefühlt nutzlos daneben stehen, war es auch voller Spannung. Das heißt, das Leben braucht die Spannung, die Irritation, das Zwicken, auch die Angst, um Neues vorzustellen. Das Neue braucht all das, um sich vorzustellen. Deswegen glaube ich, dass auch die Corona-Krise viel Neues gebären wird. Es wird eine Explosion von Chancen sein, auch von Neuem sein, wie es die Welt seit 1945 noch nicht gesehen hat. Derweil sind wir aber noch nicht quasi, wir sind noch nicht durch den Geburtskanal, wir hängen irgendwo in der Nabelschnur und haben das Gefühl, verrecken wir dabei oder nicht. Ne? Also irgendwie, ich glaube, dass westliche Demokratien noch gar nicht bewiesen haben, dass sie ohne Krieg einen gesellschaftlichen Reset schaffen. Also wir haben die 68er-Revolution, wir haben die grüne Revolution, wir haben die Frauenbewegung. Das wären große Wellen, die eigentlich ohne Krieg möglich waren. Wir alle haben das Gefühl vor Corona gehabt, irgendwas stimmt nicht mit unserer Gesellschaft und so weiter. Es gab eine unglaubliche Sehnsucht nach Krise, unglaubliche Sehnsucht nach einer Veränderung. Wie die ausschauen sollte, gehen die Meinungen aber tausendfach auseinander. Dass die Energie weg von war schon immens groß. Jetzt kommt die Krise, hilft uns weg von. Das hinzu sind wir noch gar nicht fähig zu diskutieren. Wir haben also die Krise ist noch in ihrer Ouvertüre. Das heißt, wir sind noch nicht in jener Reife der Krise, wo wir in der Tiefe über das Hinzu in einer gesellschaftlichen Ausverhandlung sind. Weil wir nach einem Modell der Verlustbewältigung eigentlich noch größtenteils in der Verdrängung sind. Und dann kommen erst die großen Emotionen, Wut. Also die nächsten Monate werden eher bis ins Frühjahr gekennzeichnet sein von Wut, Aggression, Ärger, den Schuldigen suchen. Da werden die ersten Parteien aufstehen, die das bewirtschaften und auch sagen, ich habe den Schuldigen. Nicht? Der, keine Ahnung, ist er Ausländer oder ist er, irgendeinen werden wir schon finden. Und dann erst kommen wir in die Aushandlung, was tun wir jetzt produktiv? Das ist die schlechte Nachricht. Also wir brauchen ein bisschen Kondition und aber das gehört dazu, die Krise. Und vielleicht werden wir eben in 30 Jahren sagen, wow, wir haben ein Reset geschaffen. Zum ersten Mal in einer Qualität wie bisher nur durch Krieg möglich. Also Abschaffung von Monarchie, es hat Kriege gebraucht, wenn man so will. Ja. Vielleicht kommen wir zur Erkenntnis, dass es eigentlich Krisen sind, die wir brauchen, weil wir im Regulärverlauf von Demokratien, im Dahinplätschern zu großen Würfen gar nicht fähig sind, weil wir keine Pensionsreform zusammenbringen und keine Bildungsreform und so weiter, sondern wir brauchen Brüche. Und sind wir froh, dass es keine Kriege sind. Könnte eine super Erkenntnis werden. Und dann habe ich viele schlimme Szenarien im Kopf, die will ich gar nicht referieren. Also ich bleibe bei meinem Sonnenschein-Szenario. Und das EU-Thema möchte ich gleich anschließen. Das habe ich nicht beantwortet, genau.
Das ist ein Jammer für mich. Die EU ist für Gesundheit nicht zuständig. Also hätten die Regierungschefs Zuständigkeit erklären müssen, wenn der Europäische Rat, die Zusammenkunft der 27 Regierungschefs sagen, wir machen das zum Thema, dann ist das Thema in Europa. Egal, ob es in den Verträgen steht oder nicht. Das haben diese Schlumpfe alle nicht gemacht. Das ist elend, das ist ignorant, das halte ich sogar für kriminell. In der Stunde, in der die ganze Welt vom selben Thema betroffen ist, die Fischerin in Rio de Janeiro, genauso wie die Friseurin in Alaska, wie der Tischler in Waldviertel, wie die Studentin in Wien. Milliarden Menschen in ihrem Alltag vom selben Thema betroffen. Das wäre die Stunde der Gemeinsamkeit, finde ich. Just in der Stunde kommen die Führungspersonen her und machen nationalistische Alleingänge. Ich finde das grotesk. Daneben, ich finde, das halte ich für kriminell. Ich habe es auch den Herrschaften persönlich ausgerichtet, auch Gastkommentare dazu geschrieben im Standard. Vielleicht entwickeln wir mehr Gemeinsamkeit. Die sind sogar in den kalten Revanchismus jetzt übergetreten. Natürlich hat jeder dem anderen sogar noch eine hingeknallt, so auf die Art, und glauben, das kommt nicht zurück. Ja, jeden Bumerang, den ich da rausschicke mit Scheiße beschmiert, kommt zurück. Und jetzt kommen es gerade zurück. Ne? Die Merkel sagt, na, tun wir halt in Bayern Urlaub machen. Jedes Mal, wenn das die Merkel sagt, minus eine halbe Million Nächtigungen in Tirol. Ja? Und irgendwie minus 10.000 Arbeitsplätze. Es kommt schon zurück, munter. Das hätte man alles wissen müssen. Aber nein, was haben sich die Regierungschefs haben sich gewidmet, diesen Rally Round the Flag Effekt, das politikwissenschaftlich untersucht. Relevante Flag-Effekt heißt, in Krisenzeiten, in der Bedrängnis versammeln sich alle um die nationale Flagge. Das ist das, was wir gelernt haben. Wir regrettieren quasi als postmoderne Menschen, regrettieren wir quasi in identitätspolitisch, rot-weiß-rot, make Austria great again, Krise. Und das Problem ist allerdings, und das sieht man ja auch schon auch in Österreich, in anderen Ländern, jetzt beginnt das Vertrauen in die Regierung, das vorher hinaufgeschossen ist, beginnt es zu bröckeln. Die Politwissenschaft sagt, Rally Round the Flag Effekt, nach 4,5 Jahren wird der Kriegspräsident aus dem Sattel geschossen. Also es werden Hausherren sterben in den nächsten Jahren. Es werden Leute Macht verlieren, die wir für heute für unstürzbar gehalten haben. Einfach weil das ist ein naturgesetzlicher Prozess, der jetzt unterwegs ist. Und sie haben den sogar noch befeuert. Und deswegen wird auch der Folgeeffekt noch einmal massiv sein. Ich glaube, dass es in manchen Fällen nicht mal 4,5 Jahre geht, sondern die werden früher aus dem Sattel fallen. Also es werden sehr unruhige Zeiten. Mit einem anderen Jammer in der EU machen wir weiter. Und zwar, warum schafft es die gerade für junge Menschen so wichtige EU nicht, die jungen Menschen wirklich zu erreichen? Warum verbinden 30% der Jugendlichen EU mit Verlust ihrer Heimatkultur und viele auch mit komplizierten Strukturen und vor allem, wie kann man das ändern? Ja, weil auch damit Politik gemacht wird, weil halt Brüssel immer wenn was nicht gut läuft, wenn irgendwo die Gacke am Dampfen ist, dann sagen die, zum Beispiel auch unsere Regierung, über Brüssel ist schuld, ne? Aber Brüssel sind wir, ne? Das ist das Problem. Aber es geht halt eine bei den Leuten, sodass dass jene, die ein bisschen unzufrieden sind mit ihrem Leben, suchen natürlich eine Projektionsfläche. Und die ist schnell zur Hand und sagen, scheiß Brüssel brauche ich nicht oder scheiß EU brauche ich nicht. Ich glaube, wir sollten die Leute hemmungslos rausschicken. Ich glaube, jeder, der mal in einem Erasmus-Jahr draußen war oder ein Schüler, der draußen war, Schülerin, ein halbes Jahr und plötzlich erkennt, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Unsere Großeltern sind, was sie, wenn sie weit kommen, sind bis nach Grado zum Urlaub. Nicht? Unsere Eltern sind schon ein bisschen weitergekommen. Die Großeltern sind weitergekommen, die sind bis nach Stalingrad gekommen und bis in andere Schützengräben, oft halt nicht zurück. Nicht? Aber das ist für eure Generation, ich glaube, ich würde das noch viel stärker befördern. Ich würde hier Milliarden in die Hand nehmen. Auch zum Beispiel dieses Interrail-Ticket, Europa-Ticket würde ich tatsächlich gratis machen. Liebe junge Menschen, entdeckt Europa und dann wird es halt drauf kommen, ja, gibt es, keine Ahnung, Leute, die sich arschlochmäßig verhalten in Marseille und aber auch im Schieferein Hinterdux. Nicht? Also das ist, wir sind alles Menschen, würden wir drauf kommen. Ja? Und gibt überall tolle Leute, mit denen ich das Gefühl habe, wow. Europa muss sich gemeinsam organisieren. Wenn wir es nicht machen, müssen wir gar nichts. Wenn wir es nicht machen, werden wir den Preis zahlen. Dann sage ich immer, werden eure Kinder, vielleicht sogar noch ihr, 24-Stunden-Pflege in Peking machen.
Und daran ist nichts Böses zu erkennen. Wir bilden uns ja auch ein, dass wir derzeit unsere 24-Stunden-Pflegekräfte aus dem Ausland holen. Irgendjemand muss den Arsch ausputzen. Das sind harte Worte, aber ich finde ja, wir sollten nicht irgendwie das mit soziologischer Sprache, ja, ich finde, das ist ein unglaublich verantwortungsvoller Job und all mein Respekt für Leute, die das machen. Und es wird immer Staaten geben, die sich einbilden, ich lasse das bedürftige Menschen aus Nachbarstaaten machen. Wenn man nicht bereit sind, in Österreich das Geld aufzustellen, dass das adäquat bezahlt wird. Ja? Ich wünsche nur für meine Kinder und Enkel andere Karriereoptionen. Weil es ist ja, du machst das ja nicht so cool, ne? Wie ein Au-pair-Jahr, sondern es ist nicht für deinen Track Record, sondern das ist dann halt, weil du keine anderen Optionen hast. So wie die Rumänin kommt und die macht es nicht aus Spaß, dass sie ihre zwei Kinder alleine zu Hause lässt, zwei Wochen. Und 24 Stunden im Einsatz ist. Und dennoch machen es viele beherzt. Und dafür haben sie meinen ganz großen Respekt. Ja. China hat eine Strategie. China weiß, was sie wollen. China hat sich immer als Weltmacht begriffen, wurde da irgendwie 150 Jahre vom Thron gestoßen, hat hier ein Trauma. Wir haben sie ihnen irgendwie auch noch Opiumkriege verpasst und sie irgendwie nicht gut behandelt, nicht, dass die von Revanchismus geprägt sind, aber von Selbstbewusstsein. Und die Chinesen sind auch Menschen. Ich finde, dass das ist eine großartige Kultur. Ich finde nur nicht, dass ich das chinesische Staatssystem haben will, für mich oder für meine Kinder. Ja, die müssen es dann eh selber erkämpfen. Wir werden mit unserer Demokratie in einer gewaltigen Frage der Modellkonkurrenz stehen. Und Corona ist die größte Belastungsprobe. Bisher. Viel größere werden folgen. China wird 2020 das Jahr verlassen mit einem Plus an Wirtschaftswachstum, während Österreich mit einem Minus von 10% hinausgehen wird, so es ausschaut. Das können wir einige Jahre so machen, auch mit anderen Krisen, dann werden sich die Machtverhältnisse völlig verändert haben. Es ist ja auch wahrscheinlich das erste Jahr, wo China die USA abhängen. Das heißt, wir kommen in eine völlig andere Welt. Wir werden in ganz anderen Aushandlungsprozessen sein. Und wenn wir uns dann nicht gemeinsam organisieren, dann wird China natürlich in 20 Jahren die Macht haben, ihr Lebenskonzept uns überzustülpen. Dann wird das nicht verhandelt, sondern sie treiben ein Land nach der anderen in die Schuldenfalle. Und so wie halt die USA auch mit dem flammenden Schwert irgendwie durch die Welt gezogen sind und gedacht haben, wir waren ja auch überheblich, ne? Zuletzt wollten wir dem Irak die Demokratie bringen. Auf Basis einer Lüge, Krieg geführt, wo Zehntausende gestorben sind, die USA. Das ist ein krankes System, das sowas macht. Und dass hier Gegenwellen kommen, sind nur legitim. Wenn ich als Chinese darauf schaue und sage, ja, hey, aber die Leitkultur, die amerikanische, akzeptiert schon. Ne? Zuletzt haben sie einen Krieg geführt, wo 10.000 umgekommen sind, auf Basis einer Lüge, das ist heute bewiesen. Es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak, das war die Basis des internationalen Einmarsches. Und die Amerikaner haben gewusst, dass es die nicht gibt. Sie haben alle angelogen. Wann haben wir Chinesen zuletzt 10.000 ans Messer gelegt? Oh ja, 100, wenn wir vielleicht 1 Million Uiguren inhaftiert zur Umerziehung, sind auch schwierige Fragen. Also ihr seht schon, wir kommen in gewaltige Aushandlungsfragen. Wenn Europa nicht gemeinsam am Verhandlungstisch ist und das mit ausverhandelt, dann wird gar nicht verhandelt. Glaubst du, der chinesische Präsident wird sich beim österreichischen Bundeskanzler melden für eine Verhandlung? Nein. Natürlich meldet er sich, wenn es in seine Strategie passt. Wenn es nicht passt, meldet er sich nicht und es passiert trotzdem. Das ist legitim, weil natürlich wird Huawei uns überwachen und so weiter. Die sagen, ja, die Amerikaner haben dasselbe gemacht mit euch, was regt euch denn auf? Also ihr setzt die Chinesen dann auch ein bisschen in Schutz nehmen. Und dann gibt es aber andere auch noch. Ich war in Indien letztes Jahr und habe das sehr genossen und voller Interesse studiert. Ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Wir werden viel von Indien hören noch. Und das ist eine Demokratie, eine schwierige auch mit identitätspolitischen Anlässen und irgendwie, ne? Dort ist halt eine Hindu-Regierung, die irgendwie auf die Moslems einhaut und auf die Christen.
Natürlich hauen sie nicht, machen sie es eleganter, aber falls gehaut wird, ist es halt passiert. Also wir sind in einer Welt, wo wir uns schon um uns selbst kümmern müssen, als Europa. Wenn wir uns nicht definieren, werden uns andere definieren. Und die haben nicht Humboldt im Kopf für uns. Oder irgendwie was schön Geistiges. Sondern die sagen halt, mach mal Disneyland, holen wir uns die Ressourcen, Arbeitskräfte, Rohstoffe, was immer wir brauchen und ein bisschen vegetieren dürfen es. So hat es Europa gemacht über Jahrhunderte. Wir sollten uns nicht beschweren, wir sollten nur Geschichte lernen. Also man kann nur hoffen, dass der chinesische Präsident nicht so wie der amerikanische von uns denkt, dass wir Waldmenschen sind und wo leben, wo die Bäume höchst explosiv sind. Aber gut, das lassen wir so stehen und die Zeit drängt schon. Ich möchte jetzt noch zu einem Ende kommen, denn alles Gute hat ja auch ein Ende und ich finde, die Diskussion war auch sehr gut und spannend. Nämlich, was ist mit Ihnen, Frau Minister? Kann man auch umlegen auf, was ist mit der EU? Da waren wir ja jetzt schon, aber jetzt kommen wir zu dieser bekanntesten oder bekannten Rede von Ihnen, die bekannte Raucherrede. Das haben Sie damals zur Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, FPÖ-Ministerin, Gesundheitsministerin gesagt, weil sie ja nicht gegen ein Rauchverbot, muss man sagen, war, wo man ja auch sagen kann, ja, wir wissen, Rauchen ist schädlich und wieso eine Gesundheitsministerin dann nicht dafür ist, ist fraglich. Aber wenn Sie jetzt so zurückdenken an diese Rede, wenn Sie sie versuchen mit einem Wort zu beschreiben oder mit den Emotionen mit einem Wort zu beschreiben, was wäre das für Sie? Ein authentischer Ausbruch. Wie war es für dich? Also ich habe sie nicht live gehört, ich habe sie danach gehört und ich habe es eh schon gesagt, wie eine Gesundheitsministerin nicht dafür sein kann, dass das Rauchen mehr oder weniger eingeschränkt wird, ist für mich höchst fraglich. Und diese Rede war auf jeden Fall sehr emotional, aber dennoch noch immer sachlich, muss man sagen, auch mit all den Emotionen, die darin waren. Und was ich halt, und das muss ich sagen, wir erleben heute, dass Politikerinnen lange Reden halten und letztendlich nichts sagen eigentlich, inhaltlich. Und dieser Rede war sehr viel Inhalt, obwohl viele Emotionen noch drin waren und ich finde, Politik hat sehr viel mit Emotionen, mit Verletzlichkeit zu tun und das haben Sie in dieser Rede gezeigt und das ist nicht selbstverständlich in der Politik. Nehme ich, danke schön. Ein schönes, lobendes, balsam auf die Seele, Schlusswort für den moderierten Teil. Ich darf mich zum einen bei allen Zuseherinnen und Zuhörerinnen auf Instagram, YouTube, Podcast und so weiter bedanken und verabschieden.